Olli, was bedeutet Schwingen für dich? Ja, Schwingen, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Berufung schlussendlich. Eigentlich, also man packt einem irgendwann mit jungen Jahren. Und irgendwann kommt ein für den Ehrgeiz auf, um immer mehr erreichen eigentlich. Und das ist das, was einem eigentlich immer anspornt, mehr zu leisten und mehr zu erreichen. Was ist die grösste Niederlage, die du hast? Ja, die grössten Niederlagen sind immer Verletzungen. Vor allem Verletzungen im eidgenössischen Jahr. Also ich denke jetzt da gerade das Jahr von Aarau, im eidgenössischen Aarau. Da hatte ich einen sehr guten Start. Die Saison habe ich nachher einen Minderschweizer verletzt. Und die Saison ist eigentlich gelaufen nachher. Und der grösste Sieg? Der grösste Sieg ist sicher am eidgenössischen Luzern, wo ich verletzt noch irgendwie probiert habe, fertig zu schwingen und schlussendlich noch einen vierten Rang geschafft habe. Das ist sicher in meiner Karriere der grösste Erfolg. Nützen dir Sieg und Niederlage auch im zivilen Leben? Ja, das ist so. Also die ganze Schwingerei, das ist eine Lebensshow. Also das fährt schon beim 10-Jährigen an eigentlich. Man lernt mit Niederlagen umzugehen, auch im Gegenzug mit einem Erfolg. Man ist nicht immer auf dem Höhepunkt, es gibt wieder Enttäuschungen und auch mit dem lernt man umgehen. Und das ist nachher dann im Privaten ist das ein grosser Nutzen auch in der ganzen Berufswelt.